Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 6. Wir wollen jetzt mal mit ihm reden. Was hat er denn so alles anzubieten? Okay, falls wir mal Glaswaren zu haben, die können wir ihm das anbieten. Alles klar. Sonst hat er nicht wirklich was. Hat er jetzt tatsächlich einen Schädel gehabt? Naja, egal. Oh, da drüben ist noch dieser... Habe ich noch einen anderen Laden? Den habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Dieser Korbladen. Und da unten ist auch noch Häuser. Ja, ich habe ja gesagt, es geht nach unten. So. Wer bist du? Michelle, ihr Beruf ist Körper, dachte ich mir doch schon. Heißluftballon. Okay, wir sollen einen Korb... wahrscheinlich brauchen wir tatsächlich einen Heißluftballon. Und dazu brauchen wir einen Korb. Und dazu brauchst du die Pläne. Alles klar. Ich glaube, wir brauchen gerade keine. Nee, ich glaube, da brauchen wir auch gerade keine. Aber dankeschön. So, was haben wir denn jetzt hier drin? Heißluftballon fahren. Mhm. Ja, ja, stimmt, da hatten wir ja schon was. Die Seide brauchen wir da für das Ding. Und da für den Korb. Für, ja, für 8 Personen. Eine volle Gruppe. Klasse. So, jetzt bleiben wir aber erstmal oben und gehen erstmal zum Schmied. Dessen Wachen jetzt hat, ihr wisst schon, sein Laden ist jetzt geöffnet und wir können mal schauen, was er so alles hat. So, ja, nette Sachen. Aber mir alles zu teuer. Was ist das? Okay. Ja, die Schuhe können verkauft werden. Die Schuhe können verkauft werden. Die können wir auch verkaufen. Schaufel geht nicht. Okay, das Schwert hier wollen wir nicht verkaufen. Aber das sollte eigentlich Dabrik wieder kriegen. So. Die Hellebarde. Ja, die verkaufen wir. Hoppala. Die Keule verkaufen wir auch. Die Schuhe verkaufen wir. Ja, bis auf 2 Stück. Die lassen wir mal da drin. Armbrust, Bogen, Magic Bow? Das habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Den lassen wir natürlich drin. Ich habe gar nicht gesehen, dass wir einen Magic Bow haben. Aber wir haben sowieso keine Pfeile. Aber das werde ich dann Iolo geben. Uiuiui. Das da verkaufen wir. Das verkaufen wir. Shortshot. Ja, das verkaufen wir auch. Und einen von denen hier verkaufen wir auch mal. So, ich glaube, so sieht es jetzt erstmal ganz gut aus. Den Rest behalten wir mal. Alles klar, vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Dann gehen wir nochmal hierher. Oh, wo war's denn? Ach, da drüben war's wahrscheinlich. So, jetzt wollen wir mal hier reinschauen. Ist denn jetzt hier jemand da? Ja. Ach, das ist Isabella. Alles klar. Das ist jetzt sozusagen das die Burgerstube. Okay, verstehe. Das waren die Heiler. Dann wollen wir mal noch runterschauen. Ich glaube, da geht's runter. Weil mit allen haben wir noch nicht geredet. Da, mit dem haben wir auch noch nicht geredet. Oder mit der. Naja, wenn denn jemand da wäre. Ja, wir haben... Uns fehlen noch einige Leute. Dieser Ginli zum Beispiel.
Okay, da geht's auch nicht runter. Wo geht's denn runter? Da vorne wahrscheinlich. Ah, hier geht's auch runter. Dann bleiben wir doch mal glatt hier. So. Da ist auch keiner drin? Nein, da ist auch keiner drin. Da oben waren wir schon. Ach ja, genau hier. Wie gesagt, uns fehlen noch ein paar Leute. Aber im Moment finde ich gerade keinen. Wobei ich auch mal in die Handwerkshalle jetzt mal gehen könnte nochmal. Jetzt könnten da ein paar mehr Leute sein. Oder natürlich in die Taverne. Okay, hier gibt es ein Schiff. Allerdings dürfen wir noch kein Schiff kaufen. Nicht so lange, dass alles auf diesem Festland hier nicht bereinigt ist. So, wen haben wir da? Burger, Burger und... Ja, da haben wir noch jemanden. Trebor. Okay. Ja, das geht im Moment leider nicht. Ah, das wissen wir ja schon. Ich muss ein Schiff kaufen. Ja. Gut. Das werden wir dann auch machen, wenn es mal soweit ist. Wie gesagt, dazu müssen wir aber erstmal die ganzen Schreine... Ah, hier ist das Spoiling Reef. Wo geht's denn da rein? Wen haben wir hier? Da haben wir Grindel, okay. Ja, in der Tat. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Karten und Fernrohre. Okay. Was ist mit den Fernrohren? Okay, sie hat keine. Okay. Nee, danke. Brauchen wir im Moment nicht. So, dann schauen wir doch mal. Was hat sie denn so alles? Okay, sie hat Rüstungen. Brauchen wir aber im Moment auch nicht. Oder? Das kostet nur 4 Stück. Wisst ihr was? Das holen wir uns. Das kann sie auch gleich ansehen. Besser als nichts. Aber das andere brauchen wir nicht. Waffen hat sie noch. Da ist sogar eine Angel. Okay, sehr schön. Ein Anker, eine Bratpfanne. Okay, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht. Alles klar, sonst das war's wohl. Okay, sehr, sehr schön. Dann schauen wir nochmal in die Handwerkshalle rein. Ich glaube nämlich, jetzt müssten wir so gut wie fertig sein, oder? Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist der Schrein und der ist, wenn ich mich recht erinnere, weiter in der Wüste drin. Hier geht's doch irgendwo auch hoch, habe ich vorhin gesehen. Ja, hier geht's hoch.
Dann gehen wir nämlich gleich hier hoch. Ach ja, und in den Sumpf sollten wir auch noch gehen, wegen Alraunen, glaube ich, waren's. Wie viele Alraunen haben wir eigentlich? Mandrake Root 21. Ja, okay, vielleicht wird sie das auch annehmen. Danach müssten wir aber unsere Vorräte wieder aufstocken. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das genau gewesen ist und wo die war. Was natürlich wiederum schlecht ist. Aber das kriegen wir alles wieder raus. Das finden wir schon. Wenn nicht, müsste ich einfach mal nachschauen. So, haben wir jetzt irgendjemanden? Salganor? Nur ein Burger? Ne, das war's hier. Dann schauen wir einfach nochmal in den Inn rein. Und es lässt mir jetzt keine Ruhe. Doris war's. Doris, okay. Aber wo war die nochmal? Ich glaube, die war, haben wir im Norden gefunden. Windmühle? Nee, ich glaube nicht. Wo wollte ich eigentlich jetzt nochmal reingehen? Ach ja, genau, ins Inn wollte ich reingehen. Und ich glaube, da... Ja doch, es war die vom Inn. Das heißt, das passt eigentlich ganz gut. So, dann gehen wir mal hier rein. Haben wir jetzt hier ein paar mehr Leute? Nö, nur Doris. Okay, es hat geklappt. Es hat geklappt. Da braucht man gar keine. Für die Nacht? Nee, ich bin zu geizig dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, 7 XP. Nicht schlecht. Ja, und es ist auch fertig. Alles klar. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal raus. Dann schauen wir mal wirklich mal den Sumpf wahrscheinlich an, den sie gemeint hat. Und wir suchen dann auch noch den Schrein, den wir befreien wollen, sodass wir schnell hin und her reisen können. Beziehungsweise war da hinten nicht noch was, je nachdem. Wir schauen mal über die Brücke noch rüber. Aber ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Okay, da kommt man nur wieder zurück ins Dorf. Genau. Und hier verlassen wir wahrscheinlich die Stadt. Oder ist hier noch irgendetwas? Nee, das sieht nicht danach aus. Okay. Einfach nur eine Sackgasse. Na gut, na gut. Jetzt haben wir wenigstens die Gegend ein wenig ausgekundschaftet. Und wo ist das Mondtor? Das müsste doch eigentlich auch hier irgendwo sein. Meistens ist es ja ein bisschen außerhalb. Moment, da geht's, glaube ich, runter, oder? Schauen wir mal hier in die Richtung. Andererseits so weit außerhalb. Ist eigentlich auch unwahrscheinlich. Da geht es auch wieder hoch. Laufen wir mal ganz kurz hier lang. Nee, ja, das ist zu weit schon. Aber vielleicht dann da oben irgendwo. Du Schande, hier geht's ganz schön weit lang. Nee, dann drehen wir nochmal um. Dann schauen wir da oben, da wo es hochging, nochmal kurz nach oben.
Und wo ist Iolo? Warum bist du eigentlich hier stehen geblieben? Okay. Dann gehst du mal hierher. Dann schauen wir mal, ob er. Dann bleibt er mal hier oben. Dann da oben, da können wir uns wahrscheinlich treffen, weil es da wieder runter geht. Nehme ich doch mal an. Genau. So, da wollten wir ja hin. Ah ja, und da ist auch der Schrein. Das Mondtor, das kaputte. So, dann können wir auf unserer Karte das mal notieren. Hier. Mondtor. Tür. Na, richtig schreiben müsste man können. So. Oh, wo es von Britannia war, habe ich es ganz vergessen zu notieren. Naja, egal, das ist ja schon geheilt. Sprich, da müssen wir nicht wieder hinfinden. Oder wir finden hin mit, wenn wir das Auge des Orbs da, was wir haben, benutzen. So, jetzt gehen wir mal in den Sumpf rein, hätte ich vorgeschlagen. Und schauen, ob wir noch ein paar Alraunen bekommen. Alraunen sind nämlich nie verkehrt zu haben. Ist das schon der Sumpf? Nee, das ist er noch nicht, glaube ich. Ich glaube, sie hat eher den größeren... Okay. Okay, dann halten wir uns mal von dieser Gegend hier fern und gehen weiter in den Süden. Es hört sich ja wirklich nicht so sonderlich toll an. Und dazu fällt mir ein, dass ich schon lange nicht mehr gespeichert habe. Das hier sollte der Sumpf sein, glaube ich, den Dings gemeint hat. Dann schauen wir mal. Ich muss mir das wirklich zur Mitternacht holen? Oder kann man wirklich nur Alraunen zu Mitternacht pflücken? Ja, da ist auf jeden Fall schon mal Blutmoos. Das ist auch schon mal nicht so schlecht. Kann tatsächlich sein, dass wir nochmal Blutmoos. Dass wir tatsächlich bis Mitternacht warten müssen, um Alraunen zu pflügen. Ich weiß es nicht. Und war da nicht gerade was? Ah, so ein ekliges Vieh. Hab nicht damit gerechnet, dass das so früh auf einen treffen, aber klar, Sumpf. Da oben könnte da vielleicht was sein. Oder da drin. Das sieht jedenfalls interessant aus. Falls wir da hinkommen. Ja, da kommen wir sogar hin. Oder? Nee, das ist keine Brücke, das ist nur ein Baumstamm. What? Ah,
Wieder so ein komischer Fliegenschwarm. Ja, Tochter, komm mal hin. Da schauen wir mal in der nächsten Folge rein, ob es vielleicht da drin diese Alraunen gibt. Das wäre auf jeden Fall mal sehr interessant zu wissen. Wo befinden wir uns genau? Genau hier. Okay, das schauen wir uns bei der nächsten Folge mal an. Und dann würde ich schauen, ob es da hinten irgendwo diesen Schrein gibt. Und was auch interessant wäre, da war doch die Hütte dieses einen Dämons. Sinfral? Ich glaube, der war irgendwo hier im südlichen Gebiet. Das wäre auch interessant zu wissen, ob es den auch noch gibt. Ich glaube, das schauen wir uns auch mal an. Gut, wie dem auch sei, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!